Moin Freunde, was geht? Ja, und vielen Dank schon mal für 412 Abonnenten auf diesem Kanal. Und jetzt kommt nämlich ein fettes Unboxing für euch. Und da zücken wir erstmal das neue Unboxing-Messer. Ja, dann machen wir es nochmal auf, wa? Ja Leute, bevor wir jetzt halt die Box hier dann mal öffnen, nochmal vielen Dank an ZZero GmbH, die haben mir halt die Box hier gestellt und was da natürlich drin ist, das sehen wir gleich nach dem Unboxing. Und bevor wir anfangen, wäre es natürlich cool, wenn ihr ein kostenloses Abo da lässt, es kostet euch nichts und würde mich natürlich supporten. Ja Leute, das ist halt eine fette Box, wie wir sehen können, und das Messer war natürlich nicht scharf gewesen, oder das Schwert. Ja, das ist ein Deko-Schwert. Deswegen brauche ich natürlich auch mein scharfes Unboxing-Messer und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Auf jeden Fall in diesem großen Paket. Ja, es ist das erste Mal, dass ich eine Box gratis bekomme zum Testen. Ich habe da nichts für bezahlt und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Zu der Box werde ich gleich was erzählen. So, da ist es auch jetzt offen. Klappen wir mal ein und dann geht's los mit der Box. Ja, was das jetzt hier wohl ist. Ja, es handelt sich um die Merchandise hier. Vielleicht werden das ja einige ja kennen von irgendwelchen Conventions, weil die haben nämlich auch noch andere Sachen am Start. Halt hier die Merchandise. Die haben die Mangamafia.de, die haben auch noch Cosplay. Könnt ihr nämlich auch nochmal hier sehen, da war Lesezeichen drin von der Mangamafia und halt von der Cosplayshop.de. Also ich bin sehr gespannt. Diese könnt ihr, glaube ich, kaufen auf den Conventions. Die kosten 25 Euro. Ich glaube, es gibt bis jetzt noch kein Link oder so, wo man die bestellen könnte. Es sollen auf jeden Fall Sachen drin sein von Erfolgsanimes, sei es One Piece, Naruto und so weiter, aber auch Gaming-Sachen, also wie Mario, Zelda und so weiter. Also das ist wohl ein Startup-Unternehmen, also ein Startup, was die wohl betreuen. Und auf jeden Fall haben sie mir jetzt einen zugeschickt und dafür Dankeschön. Ich bin echt überrascht und sieht eigentlich auch cool aus. Also man kann die auf Conventions halten, das ist schon mal eine geile Sache. Ist sehr unkonventionell, wenn man die anderen Sachen kennt. Ihr wisst ja, welche die immer aussehen, die sind ja halt rechteckig, das ist ja ein Quadrat. Und halt dieses Zeichen, kannst du auch gegenhauen. It's a me, it's a Dennis. Ja, auf jeden Fall wollen wir auch nicht so lange rumschnacken. Ihr könnt ja nochmal sehen, wie die heißt hier halt Merchandise. Also Merchandise. Machen wir die jetzt mal auf, ne? Und beginnen natürlich wieder mit Item 1. Und das erste Item ist eine Naruto Shippuden Sakura Harunu Figur. Also, da könnt ihr das sehen. Ich kann die auch mal ein bisschen rausholen. Ja, also die ist hier zugeklebt. Wollte ich jetzt nicht aufmachen, weil die werde ich wahrscheinlich bei 500 Abonnenten verlosen. Weil die wird wahrscheinlich dann jemand sich drüber freuen als ich, sag ich mal. Weil... ich weiß nicht, das ist Sakura, vielleicht, ich habe Naruto noch nie gesehen, ganz ehrlich. Sorry, mich haben mehr so Dragon Ball angesprochen und One Piece. Und die könnt ihr auch noch bekommen. Und das ist halt von der Firma Standing Character Shibizume. Also, wir haben jetzt ja 412 Abonnenten. Wenn ihr es schafft bis 500, dann gibt es halt die hier zu gewinnen. Also, haut in den Button rein, den Abo-Button. Ja, das wäre das erste Teil. Also, schon für 25 Euro eine Figur drin. Dann kommen wir zu Item 2. Das nehmen wir erstmal hier. Item 2. Ey, das ist cool. Das sind Wochenlinsen. Weekly Crazy Lenses. Rock Daddy. Von Müller. Also, da habt ihr hier so eine schöne Linsen. Die werde ich mir jetzt aber nicht reinstecken. Die kann man hier mal auspacken. Aber das wäre auch voll geil für die Conventions. Ich hab ja blaue Augen, wie ihr wisst. Aber das ist ja irgendwie Hammer. Ich wollte schon immer mal so Linsen haben. Das ist ja geil. Dann hat man hier so eine Linsen. Könnt ihr hier sehen? Also ich finde die schon cool. Das soll wahrscheinlich so eine Art Manga-Linsen sein. Aber ich bin mal gespannt. Rock Daddy. Rock Daddy. Passt ja auch, ne? Ein bisschen rockig. Und dann würde ich die wahrscheinlich dann irgendwo auf irgendwelchen Conventions dann tragen. Wir sind ja wahrscheinlich in Dortmund. Sind wir ja auf jeden Fall auf der Convention. Und da werde ich die wahrscheinlich mal tragen. Mal ausprobieren. So, dann kommen wir zu Item 3. Okay. Harry Potter Magnet. Ein Harry Potter Magnet. Ja, auf jeden Fall ist es Slytherin. Ja, wer mich schon länger guckt, der weiß, dass ich Harry Potter nicht mag. Ja, hasse, ja. Ich habe die Filme ja geguckt, die sind ja einigermaßen nicht schlecht, aber es ist nicht mein Ding. Also, das würde wahrscheinlich auch nochmal eine Verlosung mit reinkommen. Und dann kommen wir zu Item 4 und das ist wohl das letzte, wie ich das gesehen hatte. Und ich habe das auch schon gesehen. Lieber Thomas,
wir werden wahrscheinlich in Partnerlook gehen auf der Convention. Das wäre doch geil. Die Mütze trage ich und die Kontaktlinsen. Und da ist ja leer, der Karton. Also, für 25 Euro kommt man dann wohl 4 Teile, wie ich das so jetzt hier sehen kann. Und halt diese Mütze. Also, die ist natürlich sehr klischeehaft. Aber für Conventions oder halt wirklich, wenn man da drauf steht, die ist ja eigentlich noch ein bisschen knuffig. Ich finde die irgendwie noch cool. Ich habe Pokémon damals selber geguckt. Ich habe es auch gesuchtet, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war eher mein Manga, also mein Anime. Ansonsten ist das halt von BioWorld. Und BioWorld ist halt auch ein bisschen teuer. Ich habe letztens geguckt, ich glaube, die kamen 15 bis 20 Euro bei ihr Elbenwald. Also ich muss nicht sagen, Fazit, weil da ist ja keine Karte drin. Ne? Auf jeden Fall ist es eine solide Box. Man muss es halt mögen. Es ist natürlich sehr viel Anime. Aber es ist natürlich so, Pokémon ist ein Lizenzprodukt, was man halt kennt. Genau wie Naruto. Ich sag mal so, das kostet 15 Euro, der Maganet 5 Euro, da sind wir bei 20 Euro. So eine Figur ist echt nicht billig von Shibutsune. Also ich würde sagen, so 15 bis 20 Euro für die Figur ungefähr. Da sind wir ja schon bei, sagen wir mal, 35 Euro. Und die Kontaktlinsen sind auch nicht billig. Also sagen wir mal, wir haben einen Preis von 50 Euro. Die Box kostet 25. Also 50 Euro kann man sagen, ist das schon ein Wert drin, wenn man es gebrauchen kann. Ja, wie gesagt, so ein paar Sachen werde ich verlosen bei 500. Da habe ich erstmal was wieder. Ich finde, es ist eine super Box, ganz ehrlich. Also ich kann sagen, die kann man sich getrost kaufen auf einer Convention. Ihr habt ja mal ein anderes Video mal gesehen, das könnt ihr mal gerne angucken, was da drin war. Da war ja nur Schrott drin. Das war ja auch eine so eine Convention Papiertüte da, so eine Box. Das war echt, tut mir leid, Abzocke von dem Händler. Da würde ich von euch echt abraten. Bei der Box ist einfach was anderes, da ist wirklich nicht, kein schlechter Krams drin und da sage ich auch Daumen hoch dafür. Ja, mal Dankeschön ZZero GmbH, dass ihr mir das gestellt habt, das war halt unbezahlt, sie haben meine Meinung nicht bezahlt, so gesehen, und ja, auf jeden Fall freue mich das. Mit euch würde ich immer noch mal wieder gerne zusammenarbeiten. Und was sagt ihr denn zu der Box? Findet ihr die Box gut? Würdet ihr auch die auch kaufen auf Conventions? Dann ab in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Like geben. Wenn nicht, ein Dislike. Und natürlich ein kostenloses Abo dalassen. Wäre natürlich auch cool, ihr wisst ja das. Dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!